Ich bin besser als der Kurde. A'mal Shaytaniya. Genau dieselbe Vorgehensweise wie Shaytan. Oder ein Kurde sagt, ich bin Kurde, ich bin besser als der Türke. Oder ein Araber sagt, ich bin Araber, ich bin besser als der Türke und der Kurde. Von wem ist das? Von Shaytan. Ich bin besser als... Wer hat dich gefragt, ob du besser bist oder nicht? Allah hat dir befohlen, wirf dich nieder. So wie heute, du sagst zu einem Bruder, Yachi, du musst beten. Er sagt dir, schau mal, Abi, hier drin. Hier mein Herz, sauber, nadif. Allahu Akbar. Er sagt, ich bin selber begeistert von mir. Ich tue keinen Unrecht. Allah, du machst das größte Unrecht, wenn du alleine nicht betest, ist schlimmer als alle Sünden, die du machst. Deine Sinne und dein Klauen und dein Lästern, das Gebet zu unterlassen, ist schlimmer als all diese Sünden. Wer hat dir gesagt, du bist besser oder nicht besser? Allah sagt dir, bete, khalas. Achil Karim, geh nicht in die Shisha-Bar. Er sagt dir, schau mal, Achi, wenn wir dort sitzen mit Momo und Jojo, Wallahi, wir reden über Allah, mein Iman, Allahu Akbar, geht hoch, sagt. Dein Iman geht hoch in der Shisha-Bar. Du sagst zu der Schwester, trag Hijab, trag eine islamische Bekleidung. Sie sagt dir, ich faste. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Alhamdulillah, dass du fastest. Aber du sollst den Hijab tragen. Sie sagt dir, ich kann auch ohne. Und das ist Al-Aql. Wann kommt dieser Aql, dieser Verstand? Der hat gar nicht hier seinen Platz. Wenn Allah dir sagt, mach das, dann mach das. Oder bist du im Philosophieunterricht? Bei Dr. Bauer. Ich versuche mich noch zu finden, Herr Bauer. Ich weiß, dass ich existent bin, aber wir sind nicht solche Leute.